Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, in der letzten Folge haben wir den Weg des Feuers bestritten und ja, haben so ein bisschen zum Mongolenlager abgeschlossen mit dem General Dokshin. Den haben wir auch gekillt und ja, langsam geht auch die Karte mal ein bisschen mehr auf. Und wir könnten eigentlich in dieser Folge das mit der Mongolenrüstung weitermachen, die dann hier wäre. Da haben wir ja jetzt alle Teile geschafft, also geholt und ja, da könnten wir jetzt weitermachen, würde ich sagen. Und dem Khan angemessen. Wir müssen, sprich mit Lehrlingen in Yogaku. Irgendwo hier, da drinnen, genau. Genau, ich mache das Bildmachgerät an. Super. Dann schauen wir doch mal hier rein. Ach du Scheiße. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Ja, die brauchen wir jetzt nicht bearbeiten. Da ist er. Mein Herr, habt ihr die Rüstung gefunden? Ja, natürlich. Der Feind wird die Arbeit eures Meisters nie tragen. Und die Mongolen haben für seinen Tod bezahlt. Das Wissen, dass seine Mörder niemandem mehr schaden, lindert den Schmerz. Ich wünschte nur, er würde mich ein letztes Mal lehren. Ihr könnt andere lehren. Ihr habt recht. Ich nehme einen Lehrling. Die Technik meines Meisters soll fortbestehen. Hier, lasst sie mich anpassen. Ach du Scheiße. Dem Khan angemessen. Da kann ich jetzt bestimmt so Basen infiltrieren. Was würde mein Onkel sagen, wenn er mich damit sehen würde? Oh, wie ist denn die von die Stats? Wir müssen uns die mal anschauen. Ausrüstung. Kleidung. Okay, gibt es keine Verbesserung. Ja. Okay. Außer von Kämpfen bist du getarnt, wodurch sich die Geschwindigkeit, mit der Mongolen dich entdecken, erheblich verlangsamt wird. Das war mir klar. Ja, ist klar, weil ihr denkt natürlich, ich bin einer von ihnen. Damit ihr könnt mal ein bisschen anlassen und mal schauen, was da so geht. Okay, hier ist ein Dialog. Mit ihr gleich mal reden hier. Vielleicht gibt es noch eine Quest oder so. Mein Herr, etwas Seltsames geht in der Mühle von Sago vor sich. Mongolen? Ich weiß nicht. Alle laufen herum, als lebten sie in der schlimmsten Hölle und sagen, alles sei in Ordnung. Klingt, als wäre es das ganz und gar nicht. Ich sehe nach. Schauen wir auf die Karte. Ihr scheint es aber nichts aufgegangen zu sein, oder? Hier unten wäre noch was. Begibt sich zu den Verbündeten. Wölfe vor den Toren. Also sie, ach so, hier, okay. Wir porten mal hierher, würde ich sagen. Dann gehen wir hier rüber und dann hier runter. Ah, hier ist auch noch eine Quest, okay. Ja, müssen wir jetzt mal schauen, ob das funktioniert, wenn wir jetzt an so einem Mongolen vorbeikommen.
die uns angreifen oder nicht. Na, ich glaube, wenn man jetzt keinen Bock hat zu kämpfen oder so, als Alternative, ist es schon nicht schlecht. Da vorne wären schon welche. Probieren wir jetzt einfach mal aus. Na. Ja, sie sehen uns schon, also. Okay, aber halt viel, viel langsamer. Okay, dann nehmen wir das Licht gleich mit. Jetzt schauen wir mal, ob wir die jetzt einfach killen können. Hui! Arvo! Eieiei, das ist natürlich scheiße. Und wir machen auch den Schaden nicht. So. Okay. Ja, der Schaden kommt nicht so, glaube ich, oder? Ich bilde mir das nur ein.
Okay, das haben wir. Und vorne gibt es noch ein Pflänzchen. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Eigentlich ein relativ kleines Lager. Hier kommen wir gar nicht rüber, oder? Eventuell. Verborgen im Schnee. Hier ist der Vogel. Mühle von Sago. Wütender Blick. Ah, komm, wir nehmen jetzt aber wieder unsere andere Rüstung. Die hier. Mehr gibt's noch auf dem Zeug. Ich will keinen Ärger. Warum rennt er weg? Wie hoch? Nö. Willkommen in unserem Dorf, mein Herr. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich würde gerne da hoch. Dann geht's nicht hoch. Er sagt, ich soll hier hoch, auf jeden Fall. Noch ein höher geht's hier leider nicht, oder?
sieht's so aus. Untersuch die Stadt. Sprechen wir mit ihm. Bitte, mein Herr, sprecht mit Sota, dem Färbermeister. Finde Sota. Oh, verzeiht, mein Herr. Ich habe euch nicht gesehen. Irgendwas stimmt hier nicht in dem Dorf. Geh mal hier hoch. Hier sieht's aus wie noch mit so Farbkübel. Dachluke. Das zeigt mir immer da unten an. Na, schauen wir später um. Wir schauen jetzt erstmal hier oben um. Ein Haufen Zeug auf jeden Fall zu looten. Ein Haufen Aufzeichnungen findet man hier. Wahnsinn. Okay, dann schauen wir uns auch mal hier unten um. Finde Sota. Verzeiht, mein Herr. Ihr solltet im Färberhaus nachsehen. Sota ist der, den ihr sucht. Ich suche nach dem Anführer, Sota. Ah, hier. Ihr seid der Samurai, den sie den Geist nennen. Und doch fliehen die euren vor mir. Warum? Ein Fremder könnte alles sein. Mongole, Bandit. Wenn sie euch ausplündern, kann ich helfen. Bemüht euch nicht. Wir bekommen das alleine hin. Ihr lehnt meine Hilfe ab? Unsere Feinde sind Krankheit und Hunger. Nicht durch Klingen heilbar. Wie ihr wünscht, Sota. Ja. Untersuche die Stadt. Schon wieder? Hier stimmt was nicht. Ja. Ich sehe mich mal um. Irgendwas stimmt ja auch nicht. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht.
Hier drüben. Hier lang, mein Herr. Aber lasst etwas Abstand. Was wollt ihr? Bitte, kommt mit mir. Irgendwas ist hier im Busch. So geheimnisvoll. Ich kenne diese Leute nicht, mein Herr. Sie sollten uns besser nicht zusammen sehen. Sie verbergen etwas. Sie meiden diesen Ort, als wäre er verflucht. Aber ich sah, wie dieser Sota hier vor einigen Nächten herumschlich. Ihr seid mutig, das zu sagen. Versteckt euch und seid vorsichtig. Was verstecken diese Leute? Ja, hier kann man untersuchen. Kleidungsfetzen. Blut an den Kisten. Blutige Handabdrücke. Kratzspuren. Hier waren Menschen eingesperrt. Sie wollten verzweifelt entkommen. Ertrunken. Hier wurde etwas oder jemand aufgehängt. Was geht hier vor sich? Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Ja, hier waren wir vorher schon, ne? Der Boden ist zu gefroren für Gräber. Laut Sota starben die meisten an Krankheit. Alles Männer, durch Waffen getötet. Eine große Gruppe hat die Stadt verlassen. Jemand hat Bewohner getötet, ein paar am Leben gelassen, den Rest entführt. Finden wir raus, wohin? Okay, wir gehen die Spuren lang. Ich schätze mal, es wird da hochgehen zu dem Anwesen. Ja. Sie sind dort lang. Was ist das da vorne? Die Hände sind gefesselt. Sie wollte weglaufen und wurde erschlagen und liegen gelassen. Oh, hier stimmt irgendwas nicht. Was ist da los? Spuren. Ich gehe wohl in die richtige Richtung. Natürlich gleich die Materialien mit. Ich sehe jetzt hier aber keine Spuren mehr. Aber es kann eigentlich nur hier oben sein. Vielleicht haben sie im Gehöft Halt gemacht. Da sind sie. Hoffentlich leben die Entführten noch. Ha! Negium Faschinta! Unnetulfo!
Mal schauen. Okay. Gegner sind in der Nähe. Wo denn? Okay, da vorne. Okay, es müsste der letzte sein. Halt runter, hä? Okay, haben wir es doch geschafft. Es ist vorbei. Ich bringe euch zurück nach Hause. Wir gehen nie wieder zurück. Die Männer von Sago überlebten, weil sie uns diesen Monstern gaben. Aber viele von ihnen sind tot. Diejenigen, die uns helfen wollten. Wir können uns hier niederlassen, mein Herr. Doch nur ihr könnt für Gerechtigkeit sorgen. Die werdet ihr bekommen. Okay, dann muss ich zurück. Okay, nach Sago zurück. Wir schauen uns aber erst nochmal hier kurz um. Bestimmt noch ein bisschen was zu looten. Okay, scheint nichts zu sein. Schon das Haus hier. Ich kümmere mich um die Männer von Sago. Immer mit der Ruhe. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Ein bisschen Bambus. Das ist auch voll. Okay, dann zurück zur Stadt, würde ich sagen, oder zum Dorf, besser gesagt. Bewohner von Sago, ich bin Fürst Sakai. Verschwindet, sofort! Wie kann ich helfen, mein Herr? Gelogen, Sota. Was meint ihr denn? Die Frauen von Sago sind frei.
Was hätten wir tun sollen? Wir sind keine Kämpfer. Nein, ihr seid Schweine. Allesamt. Verschont sie, mein Herr. Es war mein Plan. Ich habe sie dazu genötigt. Wie ihr wollt, Sota. Tötet. Der Rest von euch, verlasst Sago, kehrt ihr zurück. Ergeht es euch wie Sota. Geht! Bitte tötet mich nicht! Mein Herr, was ist hier passiert? Die entführten Dorfbewohner sind jetzt frei. Sie sind in einem Gehöft untergebracht. Geht zu ihnen. Überall ist es besser als hier. Okay, sehr schön. Coole Quest. Okay, hier haben wir eigentlich schon alles untersucht. Dann könnten wir gleich dann ja, hier weitermachen. Machen wir eine Schnellreise hier und da machen wir gleich das Fragezeichen mit. Mann, die Zeit vergeht immer beim Zocken, das ist brutal. Okay, wir müssen irgendwie hoch. Da geht's hoch. Okay, er leitet uns eh schon. Der Vogel. Ah, ein Bambus. Okay, schauen wir mal, ob wir den hinkriegen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt aber an der Stelle auch einen Cut und schauen in der nächsten Folge natürlich, wie es weitergeht. Da werden wir dann mit Jyns Reise machen, weitermachen, Wölfe vor den Toren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr wieder fleißig einschaltet. Alles würde mich sehr, sehr darüber freuen. Genau. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.